Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Highlights-Channel. Ihr seht es, wir sind wieder drin im FIFA Ultimate Team im Startbildschirm auf dem Account von einem Zuschauer, den er verkaufen möchte. Und das wird heute, glaube ich, ganz crazy. Der erste Account sollte ja für 2500 Euro verkauft werden, der zweite für 2000 Euro. Der jetzt heute nur für 150. Ja, mir wurde trotzdem gesagt, dass die Spieler einen Wert von über 10 Millionen Münzen haben und dass es ein kompletter Packluck-Account ist. Und um das zu beweisen, hat er sogar nochmal für 20 Euro aufgeladen, damit wir hier einfach so das 400k-Pack im Video öffnen können, um zu beweisen, dass man wirklich immer gute Sachen auf diesem Account zieht. Was auch komplett crazy ist. Wie korrekt ist das? Erstmal, er hat geile Sachen auf dem Account. Es ist ein Packluck-Account. Er will das zu einem absolut fairen Preis, zu einem über, sogar zu schlecht für ihn, würde ich fast sagen. Zu billig will er ihn sogar verkaufen. Und er hat sogar nochmal Points aufgeladen für Geld, damit wir wirklich gucken, ob man Packluck haben kann. Hä? Also, ich weiß nicht. Bisher würde ich sogar frech finden, wenn ich dieses Angebot annehme, weil das zu gut ist. Wir gucken mal einmal, was so bei ihm geht. Er scheint Dortmund-Fan zu sein. Lustigen Ball hat er am Start. Hey, sein Standard-Jubel ist sogar dieses Respekt-Zeugnis. Ja, sorry für das Tor. Er macht nicht den Greedy, keine provokanten Jubel. Er macht sogar noch auf korrekt. Also bisher kommt er wie einer der korrektesten FIFA-Spieler überhaupt rüber, so ohne dass ich ihn ja, wirklich kennen, weil er hat sich ja bei Pro und Clips gemeldet, bei Instagram, der ist ja immer hier in der Beschreibung verlinkt, der Instagram-Account, der wird geleitet von meinem Mods, dort soll man sich ja melden, wenn man einen Account verkaufen möchte, wenn mein Mod sagt, okay, ja, der kommt quasi in die engere Auswahl so, das ist ein Angebot, was ich mir angucken soll, dann, ja, melde ich mich bei Instagram mit meinem blauen Haken, dass ihr direkt seht, ihr schreibt wirklich mit mir und da werden keine Faxen gemacht mit den Account-Daten, so, und dann, ja, da hatte ich auch kurz mit ihm geschrieben hier, ja, mit dem Brie, der den Account verkaufen möchte. Der kam da auch sehr korrekt rüber. Meinte auch, ich soll mich über die Bilanz nicht wundern. Er ist schnell oft auch am Quitten nach einem 0-1 oder so, weil er da ein bisschen raged. Aber komm, bei ihm würde es mich nicht mal wundern, so wenn er sogar einer ist, der auch Siege verschenkt, so in der Weekend League, was ja fast keiner mehr macht. So korrekt kommt er rüber. Also das ist echt crazy. Aber er hat echt viele Spiele. Also ich glaube, er spielt noch aktiv, oder? Weil da stand er ja so 1800 Games oder so. Hat er momentan am Start. Das ist fast so viel, wie ich in dem FIFA habe. Also Rivals Division 4, vielleicht nicht mehr so aktiv dort. Weekend League meinte er aber, hat er zur Totzeit noch jede gespielt, um die Rewards mitzunehmen, weil die ziemlich geil sind. Squad Battles scheint er nicht aktiv zu spielen. Moments denke ich auch nicht. Da sind jetzt nicht so viele Sterne am Start, aber es juckt ja auch nicht. So, was können wir uns sonst so angucken? Ihr meintet, ich soll unbedingt den Transfermarkt abchecken. Das habe ich die letzten Male nicht gemacht, um zu gucken, ob die Accounts keinen Transfermarkt-Bann haben, weil dann sind sie fast nicht nutzbar. Dann kann man ja gar nichts machen mit den Accounts. Hier aber funktioniert der Transfermarkt ganz normal. Es stehen zwar nur 5000 Münzen oben, das ist nicht so viel. Und die FIFA-Points, von denen wir noch ein Pack öffnen sollen, um uns selber zu überzeugen, so was Crazies, wie gesagt. Aber ja, wir gucken gleich mal jetzt in den ganz spannenden Part, nämlich in die Spieler, die hier auf dem Account sind. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Deswegen, wir gehen jetzt, wie ihr es kennt, die einzelnen Positionen durch und gucken, was hier auf dem Account ist. Es geht los mit dem Torwart. Und da ist ein roter Ter Stegen und sonst nichts. Nur so Silberkarten. Hä, das heißt, er grindet nicht nur Gameplay, sondern auch SBCs und sowas. Er hat wahrscheinlich diese 50 Upgrade-Dinger gemacht zum Shapeshifter-Event, um dieses garantierte Shapeshifter-Ding zu kriegen. Und dort hat er sogar noch alle seine Gold, Rares, Non-Rares und so reingepackt, weil wie gesagt, er hat nur Silberkarten. Er hat aber auch sonst nur diesen einen Keeper, nur den einen, den er wirklich aktiv spielt. Ich meine, der ist nicht schlecht, so. Okay. Das heißt, er ist jemand, der so seinen Account aufgeräumt hält. Auch keine Leihkarten oder so dazwischen oder so. Er war richtig aufgeräumt, der Account. Auch hier. Ich glaube, er spielt mit 4er-Kette. Er hat 4 Verteidiger und noch einen für die Bank. Mehr hat er nicht. Er hat sein fertiges Team so. Sonst keine Gold Non-Rares, keine Spieler, die er ansonsten so rumliegen hat. Sind coole Karten so. Warte mal, Kimpembe, obvious untrade. Frimpong ist tauschbar. Und die anderen müssen ja alle untauschbar sein. So geht ja gar nicht anders bei SBC-Cards oder Red Picks. Delikt halbe Mio-Wert. Marquinhos, glaube ich, auch. Die SBC, glaube ich, auch. Jordi Alba auch ein bisschen. Also wir sind jetzt ungefähr bei 2 Millionen. Spieler sind ganz gut bisher, aber da werden noch, denke ich, größere Banger kommen. Tradable sind davon nur 50k. Aber wie gesagt, der Account kostet nur 150 Euro. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass hier ein Tradable R9 oder so chillt. Das geht gar nicht. Wir gehen ins Mittelfeld rein. Oh, Neymar! Neymar hat auch gezogen. Aus was für ein Pack das denn? Warte, da ist Barella auch gezogen. Und Kimmich und Modric in Rot. Das sind, ja, ich denke mal auch 3 Spieler davon. Dann hat er wahrscheinlich 4-3-3 die vierte mit ZOM. Dort steht da Neymar. Also 3 von denen stehen in der Startelf. Wir gucken uns sein Main-Team auch gleich an. Und einer auf der Bank wieder. Ist ganz gut aufgeteilt. Geile Spieler. Alleine Neymar kostet ja 5 Millionen schon.
Digga, Kim, ich glaube 300k, Modric, glaube halbe Million, Barella könnte auch noch bei 400k sein. Das heißt, alleine nur sein Mittelfeld geht knapp an die 7 Mio ran. Hä, und was kommt jetzt noch im Angriff? Das ist die Frage. Ist halt alles on Trade. Wie gesagt, kann man nicht verkaufen, aber es sind eh geile Spieler, die man so spielen will. Und ab geht's in den Angriff. Oh, Leao und Rot, Rüdiger, Salah in Rot, Sonja und auch Reikert ist hier. Warte. Oh, und diese Bale-Karte, die ich eh unbedingt haben wollte. Leao, crazy Karte. Wie kostet der noch? 1,5 Mio. Lever 200k. Salah, ich weiß nicht, 600k. Rüdiger 500k. Den hat er dann in diesem Shapeshifter-Pack. Digga, das ist schon wieder ein Beweis dafür, dass das ein Pack-Luck-Account ist. Ich habe keinen gesehen, der in diesem garantierten Shapeshifter-Pack was Geiles hatte. Und Rüdiger ist schon einer der coolsten von diesen Shapeshifter-Karten. Der könnte mit einer der besten Stürmer-Karten sein. Ich habe es ja auch in dem Teambewertungsvideo gesagt. Mit diesen Stats, mit seinem Körperbau, Kopfballstärke und dennoch Skills und Weakfoot. Komplett crazy. Warte, dieser Reikard. Der war dann in seinem 90-plus Frankreich-Niederlande-Brasilien-Icon-Pack. Und das ist auch ein geiler Pull. Ist jetzt kein R9 oder Pelé, aber ist auch ein geiler Pull vom aktuellen Event. Da hätte ich mich drüber gefreut, wenn ich den gezogen hätte. Son auch cool. Die anderen waren auch untradable, ne? Wie gesagt, Bale auch eine geile Karte. Dieser David auch nicht zu wenig wert. Was haben wir hier noch? Jairzinho steht hier noch. Den hat er vor längerer Zeit dann gezogen. Der kostet ja eine Mio noch. Die kann man nochmal raufrechnen. Hey, ich muss gleich mal nachrechnen. Aber ich sag, wir sind sogar bei 15 Millionen oder so an Untrade-Wert. Der hat sogar noch diesen CR7 hier. Reus ist noch mit dabei. Al-Overan. Kostet nur 100k, aber ist einfach eine coole Karte. So. Ayo, und sonst auch nicht mehr so viele Karten, weil, wie gesagt, er, ja, die, glaube ich, denke ich, alle in diese Shapeshifter-Dinger gesteckt hat. Hä, diese Karten sind wild. Ich sag, wir sind sogar bei Tradable haben wir hier nur 100k oder so. Aber Untrade haben wir einen Wert von 15 Mio. Hier sollte das, glaube ich, dann sein Main-Team. Boah, mit dem Team kann man komplett rasieren. Da könnte man theoretisch ein 20-0 mitholen. Bank ist auch komplett fresh und diese Leute schaffen es nicht mal auf die Bank so. Krass, Rüdiger hier mit dabei, den ich ja auch unbedingt noch spielen wollte, der ja sogar hier mehr als Lewandowski in dem Team hat. Hä? Richtig geiles Squad. Warte, Reuser wahrscheinlich sogar auch nochmal mehr als Leao. Easy, der auf der Bank. Warte mal, ich will einmal wissen. Ich hab Food, bin ja nebenher offen. Leao. Leao, 2,3 kostet der noch. Der ist noch teurer als gedacht. Puh. Warte mal, wie teuer ist dieser David? 300k noch. Junge. Also ganz wilder Account. Okay, und jetzt machen wir das Pack auf, um nochmal live die Bestätigung zu haben. Das ist ein wirklich absoluter Pack-Luck-Account. Wenn hier jetzt auch noch was Wildes kommt, dann fühle ich mich wie im Film. Er meinte, ich soll das hier aufmachen mit den 90 Items. Shapeshifter-Chance 40%, Premium-Shapeshifter 20% und Shapeshifter-Icon 25%. Also eigentlich, im Normalfall ist da gar nichts von diesen Sachen drin. Ich bin gespannt, was hier jetzt ist. Also als ich das auf meinem Account geöffnet habe, war da nichts drin. Was ist jetzt bei ihm drin? Es geht rein. Hero? Ah, eine Karte, aber okay, allein, dass man diese Hero-Karten noch ziehen kann, das Film, die sieht man auch eigentlich nie. Gut, aber mit dem Nakata kann man nichts so wirklich anfangen. Vielleicht noch ein paar High-Rated-Spieler. Wir gehen mal nach hinten. Ihr könntet theoretisch noch was chillen, so ganz hinten im Pack. Nee, okay. Aber es war eine Special-Card, die hatte ich nicht mal bei mir, aber ich hätte jetzt gedacht, hier kommt sogar noch zwei Shapeshifter-Icons und zwei Shapeshifter. Oder irgendwie sowas. Hey, jetzt hat man aber wenigstens auch noch ein bisschen Futter im Verein, dass man damit was anstellen kann. Er hatte mir auch bei Instagram geschrieben, er hat nicht damit gerechnet, dass er, dass mein Mod überhaupt die Nachricht liest und er drankommt so mäßig. Weil er hat ja jetzt gerade noch dieses Pack hier abgeschlossen, dieses 90 plus Frankreich, Niederlande, Brasil. Er meinte, er hatte noch coole SBC-Cards und sowas im Verein, die er da einfach alle reingepumpt hat. Das ist ein bisschen schade so. Ich hätte lieber diese anderen SBC-Cards gehabt. Vielleicht hat er noch so ein paar seltene Spieler mäßig. Das ist für mich ein bisschen schade, aber all in all. Ich sag, für 150 Euro, das ist, glaube ich, das Beste, was man kriegen kann, oder? Gebt mal ehrlich Feedback in die Kommentare und er war auch noch so korrekt. Ich sag so, ich fühle mich sogar schuldig, wenn ich diesen Account für 150 nehme. Kann ich eigentlich nicht machen, denn in meinem Kopf ist sogar eher, ich gebe ihm einfach 150 Euro und sage, behalte deinen Account, zieh damit ein paar Packs so auf den. Weil, keine Ahnung, Mann, wenn er, ich bin gespannt. Ich habe ihn gefragt, warum er den Account verkaufen will, wenn er jetzt so sagt, ja, jetzt im Sommer will er mehr Zeit draußen mit seiner Freundin verbringen oder so mäßig. Dann nervt das nur, wenn man FIFA noch hat, da lenkt das ab so mäßig. Dann okay.
Aber ansonsten, ich bin auf die Begründung gespannt, wenn er sagt, ja, er will mir aushelfen, so mäßig. Das würde mich nicht mal wundern, wenn er das sagt, weil er gehört hat, ich suche einen Account und will er mir den jetzt günstig geben, um mir zu helfen. So. Dann weiß ich, fühle mich schon wieder so schuldig, dann kann ich den Account ehrlich nicht annehmen. Ja, ihr könnt euch auch weiter bei meinem Mod melden. Am Ende kommen wir schon Leute. Es gab sogar Party, die mir Accounts schenken wollten und sowas. Zu viel des Guten, ne? Sprachlos, ehrlich, sehr korrekte Community. Ich bin, ja, wow.